Mein Name ist Bauer Kurt und ich begleite die Gruppe der Friends of Nepal zu ihren Projekten. Nach der herzlichen Begrüßung geht es los und wir stürzen uns in das Verkehrsgewühl von Kathmandu. Wir fahren zu einem der Slums der stabilen Überreste des Erdbebens in dieser Stadt. Ich hatte ja gehört, dass Nepal ein Armenhaus dieser Welt ist. Aber mit diesem Elend hatte ich wirklich nicht gerechnet. Man hat es sich hier eingerichtet. Es gibt kleine Gärten und Kleintier. Die belebte Straße führt uns jetzt zur ehemaligen Königsstadt Bhaktapur. Bhaktapur ist ein Tourismusmagnet und hat unter den Erdbeben gelitten. Für 15 Dollar Eintritt kann man die Stadt besichtigen. Der erste Eindruck ist für mich verstörend. Ich bin geschockt und verstört. Wie kann man um Gottes Willen hier leben? Der Fazala-Tempel, Wahrzeichen dieser Stadt, ist eingestürzt beim Erdbeben und noch heute wird der Schutt von einer Seite zur anderen geschaufelt. Nepal hat ohne Erdbeben auch schon seine Aufgaben. Diese Aufgaben hier sind schier nicht zu bewältigen. Die Regierung ist korrupt, Tonnen von Hilfsgütern sind am Airport gebunkert. Sie werden mit Einfuhrzöllen belegt, die die NGOs nicht zahlen können. Große Summen von Geldern werden an die Regierung nicht ausbezahlt. Das hier ist Tom Stubner, Obmann des Vereines Friends for Nepal. Und das hier sind seine Mitreisenden. Alle sind am Weg zur Schule, wo Waisenkinder und bedürftige Kinder zusammen unterrichtet werden und von europäischen Pateneltern versorgt sind. Das hier ist einer der Schulhöfe, auf dem die Kinder Sport betreiben. Schulzeit ist von 10 Uhr bis 3 Uhr und dazwischen gibt es Mittagessen. Tom Stubner erhält eine Auszeichnung. Ich denke, das ist eine ganz nette Anerkennung für die Arbeit, die wir geleistet haben, die ohne Unterstützung von Europa gekommen ist, nie realisieren haben können. Hallo. Wir haben kein Wasser mehr im Erdbeben. Darum müssen wir schauen, dass wir da in das Dorf und für unsere Schule irgendwo einen Hochtank bauen und das Wasser von da unten vom Tal aufpumpen. Und das ist die größte Herausforderung ever. Wir kämpfen uns nun diese Straße hinauf und ob man es glaubt oder nicht, diese Straße wurde von den Bewohnern am Berg mit den eigenen Händen gebaut. Die Idee besteht darin, von unten hier herauf 400 Höhenmeter eine Wasserleitung zu legen, um dann von hier heroben die Menschen hier heroben und in der Region mit Wasser zu versorgen. Drei Brunnen existieren und das versorgt die ganze Region. Das heißt, das brauchen wir uns immer kümmern. Wir müssen nur schauen, den Tank aus. Eine fünfköpfige Familie braucht ca. am Tag 300 Liter, damit sie ihre Ochsen versorgen, die Tiere und sich selbst. Wir besuchen nun Überreste des Erdbebens. Ja,
Also da sechs ist die Häuser, die vom Erdbeben zerstört worden sind, Kategorie 4. Das heißt, die Wände haben teilweise gefehlt. Und jetzt versuchen wir das Ganze wieder abzutragen und das Ganze neu aufzubauen. Ja? Und was ich leider bemerke, natürlich, weil sie keine Unterstützung kriegen von der Regierung, jetzt bauen sie es wieder gleich auf wie vorher. Das heißt, die Steine werden geschlichtet, links unten da ist der Gatsch, das wird zum Füllen hergenommen und das war's. Das nächste Erdbeben wird das Haus wieder zerstören. Das heißt, da fehlt der völlige Betonrahmen. Genau, der Sicherheitsrahmen. Der, ne? Sicherheitsrahmen, der die ganze Sache. Mhm, genau. Toll. Und eigentlich hat die Regierung, und eigentlich hat die Regierung beauftragt, alles was jetzt gebaut wird, braucht diesen Sicherheitsrahmen. Aber echt, ne? Es fehlen die Mittel. Vor einem Jahr während des Erdbebens war Tom Stubner hier und hat 13 oder 14 verschiedene Häuser, die zusammengefallen waren, neu aufgebaut. Tom Stubner kennt nahezu jeden Menschen hier in der Region und wird überall herzlich und freundlich begrüßt. Und dann gibt es einige ganz besondere Begegnungen. I give you a promise, I come back and I'm back. Huh? I said to you, I come back. Huh? Yes, no. Yeah? Huh? I said to you. So nice to see you. How are you? I'm very fine. Yeah, I'm very fine. I'm married, have a baby, all is fine. Yeah? But I give you a promise, I will come. I know I will come. No. Dieser Junge ist schwerhörig und Tom Stubner will jetzt mit ihm zum Arzt gehen und seine Schwerhörigkeit behandeln lassen, dass er sich wieder in der Gemeinschaft integrieren kann. Was mir auffällt, ist die Sorge um jedes einzelne Kind. Okay, was mir jetzt beim Arzt sagt, der Arzt ist, was wir nicht genau wissen, ist er geschlagen worden oder ist er, wie die Eltern gesagt haben, vor dem Bett runtergefallen. Auf jeden Fall hat er eine Narbe gehabt am Kopf und seitdem ist er halbseitig, ich möchte sagen, gelähmt, weil er kommt recht gut zusammen mit diesem Handicap. Aber wir sind schon so umgedreht, wir haben schon Therapie gegeben und dies und das. Und wir haben jetzt von seinem Patenvater eigentlich ein Geld gekriegt. Ich werde jetzt das entscheiden und das werde ich dann mit seinem Patenvater, und der wird sicher begeistert sein, Spezialist suchen. Vielleicht können wir ihm helfen, dass diese einseitige Lähmung ein für alle Mal Geschichte ist. Für die meisten Schüler und Schülerinnen in Nepal gibt es nach der Schule keine weiteren Arbeitsplätze. Hier baut der Verein eine Bioplantage, um im weiteren Sinn in einigen Jahren den Schulabgängern auch eine Zukunft zu bieten. Lass uns einmal zuerst darüber reden, pointiere einmal deinen Eindruck jetzt, wenn du zurückschaust bei dieser Reise, was hat sich verändert und wie ist jetzt deine Sichtweise auf deine Projekte? Reise, ich war jetzt 6 Wochen unten und für mich war das einer der schwersten Einsätze überhaupt, weil ich einfach bemerkt habe, dass nach dem Erdbeben, fast ein Jahr genau danach, eine, ja, du hast das schon ausgedrückt, eine Depression ausgebrochen ist und eine Hoffnungslosigkeit. Und mehr oder weniger leben wir in den Tag hinein und manchmal habe ich das Gefühl, das klingt jetzt hart, aber mir wäre es lieber, ich würde sterben, als würde ich jetzt noch ein paar Tage weiterleben müssen. Also es ist eine unglaubliche Trägheit, Zähigkeit in den Leuten, in den Köpfen der Leute. Nicht nur aus dem Grund, dass die Regierung nach wie vor handlungsunfähig ist und auch sehr viele Beauftragte das Handtuch bereits geworfen haben. Macht es Sinn, unter solchen Bedingungen sowas zu machen? Es ist extrem schwer. Es ist extrem schwer und du hast es selbst erlebt, es ist traurig. Ja. Es ist wirklich teilweise sehr traurig. Aber wenn wir nicht diesen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, auslösen, wer soll es denn sonst machen? Und es gibt nichts anderes zu tun für uns Menschen, als füreinander da zu sein. Egal, ob das jetzt gleich ums Eck ist oder halt eben für mich in Nepal.
wie bewegt man das nepalesische Schulsystem? Du standest vor dem Problem, dass die Schüler eigentlich alle negativ abgeschnitten hatten. Hm. Ich habe die nie so betroffen erlebt wie damals. Da warst du wirklich... Ja, da war ich ein bisschen traurig. Ich habe dann ein sehr intensives Gespräch mit meinen Lehrern gehabt. Und ein träges Schulsystem bewegt zu machen, ist mir eines Tages in der Nacht im Traum eingefallen, naja, warum machen wir nicht einfach ein dynamisches System und lassen die Führung der Schule wählen durch eine demokratische Wahl. Und diese demokratische Wahl wurde dann eingeführt, weil ich dann jeden motiviert habe, jeder könnte von euch Direktor werden für eine Amtszeit von 4 Jahren. Also wir kennen das System sehr gut, wo es eine direkte Wahl gibt. Und die Lehrer waren so begeistert von dieser Idee, dass jeder es, wenn er sich reinhängt, dass er zum Direktor werden kann. Und dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen und es wurde eine Wahl abgehalten, wo vom Lehrer, Principal bis runter zur Schulköchin alle mitwählen dürften und es wurde eine neue Führungsspitze gewählt. Das ist jetzt gelungen, ja. Sozusagen hier einen neuen Schwung reinzubringen. Ohne Stock. Ohne Stock, ohne Stein. Da hätte ich nämlich gern von dir Stellungnahme. In Nepal regiert der Stock. In Nepal regiert der Stock. Und was sagst du dazu? Ja, absolutes No-Go. Und in Nepal ist halt einfach nur so, dass in den Schulen die Prügelstrafe erlaubt ist, damit man die Kinder züchtigt. Aber das ist halt bei unserer Schule absolutes No-Go. Und die Motivation der Lehre ist jetzt unglaublich hoch. Also die Schule, das Semester wurde ja schon abgeschlossen. Wie ist jetzt die Prüfung ausgegangen? 4 Kinder von 88 sind gefallen. Das ist, aber wir werden die Kinder nicht fallen lassen, sondern wir werden sie mittragen und wir werden mehr gezielt auf diese Kinder eingehen. Unter diesen Kindern, habe ich erlebt, sind 2 Kinder. Das eine Kind ist schwerhörig, das andere ist unschuldig gelebt. Wie geht es denen jetzt? Mann ist... Der hat jetzt seine ersten Untersuchungen hinter sich. Also wir sind jetzt mehrmals in die Stadt gefahren. Der hat jetzt da einige Untersuchungen hinter sich und Hörtests hinter sich. Und wie es aussieht, wird er jetzt, also eine Untersuchung steht noch voraus, aber er wird Hörgeräte bekommen. Ja. Und die helfen ihm zur Integration? Kann ich jetzt noch nicht sagen, ob die helfen. Aber auf jeden Fall muss man dann natürlich in die Schule wieder integrieren. Er ist bis dato ein Teil unserer Schule und nicht ausgeschlossen. Und da muss man ihm das Reden eigentlich beibringen. Ja? Ja. Und auf jeden Fall wird er wieder ein absoluter Teil dieses sozialen Gefüges sein. Der zweite Junge ist der AJ, wo, wie man das in dem Film kurz gesehen hat, diese halbseitige Spasmus steht und wir sind jetzt da bei der dritten Untersuchung, MRI und was man im Endeffekt machen kann. Und im Endeffekt warte ich jetzt eigentlich auf das Ergebnis. Du bist in der, habe ich erlebt, in diesem sozialen Umfeld unglaublich beliebt. Wie gehst du eigentlich damit um, dass die auf Deutsch gesagt, nicht über den Tisch ziehen lassen? Unsere Projekte sind ja nicht personengerichtet, sondern das sind ja Projekte, wo viele davon zehren können und wo viele Hoffnung haben. Das ist das Allerwichtigste, nicht nur gezielt einzeln so, hier hast du dein Säckchen Reis. Ja? Das haben wir in der Erdbebenzeit gehabt, in die ersten Tagen, dass wir personengerichtet helfen. Aber jetzt geht es um Langzeitprojekte, jetzt geht es um Arbeitsplätze zu schaffen, jetzt geht es Stabilität zu geben. Eigentlich Nepal hat ein Schulsystem und wenn dieses Schulsystem zu Ende ist, dann haben die Jugendlichen keine Arbeitsplätze. Das ist richtig. Ja. Also Arbeitslosigkeit ist mehr wie 80% bei den Jugendlichen. Ja. Und die Jugendlichen, die Arbeit kriegen, die werden natürlich unterm Tisch bezahlt. Ja. Und es fließt ja eigentlich gar kein Geld in die Kassen, ja. Womit die Regierung an und für sich stabil werden kann. Natürlich haben wir nach dem Erdbeben einzelne Personen unterstützt mit Planen, mit Reis, mit medizinischer Grundversorgung. Aber jetzt geht es um Langzeitprojekte, um vielen Menschen eine Perspektive und eine Zukunft zu schaffen. Erzähl, was hast du da vor?
Ja, grundsätzlich wird unsere Schule ausgebaut, ja, damit wir mehr Lehrer, damit wir mehr Staffs beschäftigen können. Und die Lehrer sind alle aus der Region, alle aus dem... Das ist so eine Basis der Arbeitsplatzsicherung. Richtig, ja. Es geht ja nicht nur darum, um Bildung für den Kindern zu ermöglichen, sondern auch Arbeitsplätze zu schaffen, um das Leben am Lande wieder attraktiv zu machen, weil einfach in den Köpfen, in den Menschen... dieser vorgegaukelte, nachdem sie jetzt Internet haben, vorgegaukelte Luxus, der ist ja nur in der Stadt möglich. Und das ist der Grund, warum die Randbezirke von Kathmandu unglaublich ausufern. Und du hast es selbst miterlebt, die Randbezirke mehr als Slum, mehr als ein Slum ist. Ja? Speziell ist nach dem Erdbeben, wo sie unter Bedingungen leben müssen, die wir Menschen oder wir westlichen Menschen nicht annähernd, nicht einmal annähernd für ein paar Tage aushalten würden. Ich habe die Nepalesen kennengelernt. Die Bereitschaft zum Arbeiten dauert genauso lang, wie das Geld ausreicht. Wenn der Taxometer abläuft, dann kommt die natürliche Grundhaltung der Trägheit zum Vorschein. Wichtig ist, ein Handy zu haben, egal ob es funktioniert. Ein Moped, unglaublich. Ja. Und vor allem das Geheimnis, das sich mir nicht erschlossen hat, es gibt kein Benzin und trotzdem fahren alle mit einem Auto oder mit einem Ding. Also es ist auch ein gewisses Kuriosenkabinett. Wobei ich dazu sagen muss, für dich hat es vielleicht jetzt wild ausgeschaut, was auf den Straßen ist. Am Schwarzmarkt gibt es natürlich Sprudel von 1,50 Euro bis 5 Euro der Liter. Mhm. Und wenn du auf dein Fahrzeug angewiesen bist, wirst du das auch benutzen. Da braucht man gerade in unserer Gegend schauen. Nachdem du abgereist bist, hat es wieder Diesel und Petrol gegeben und dann war das Zehnfache auf der Straße, das was du eigentlich erlebst. Wirklich? Ja. Das heißt, ich hatte das Glück einer verkehrsberückten... Richtig. das war aber das schon wild. Genau. Und das Problem, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ist das, dass ich jetzt nach 6 Wochen diesen ganzen Umweltverschmutzung aus meinem Körper wieder ausscheiden muss und alles verschnupft und die ganzen Kanäle zu. Lass uns bitte jetzt noch Stichwort Wasser. Stichwort Langzeitprojekte, oder? Aber da gehört Wasser dazu, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Ja, passt. Ja. Erzähl mal was von... Stichwort Wasser. Seit dem Erdbeben sind sehr viele Quellen versiegt. Und das ist jetzt ein großes, großes Problem, speziell auch wieder, nachdem du abgereist bist, war die Wasserknappheit so drastisch, dass man teilweise, ich am Abend nur mit 1 Liter Mineralwasser, gekauftem Mineralwasser, meinen Körper von dem Dreck befreien habe können. Das größte Problem ist natürlich auch jetzt in dieser Zeit die Wasserversorgung, die eigentlich funktioniert hat, aber zwischen Dezember und kann man sagen Mai ist absolute Trockenheit. Ja? Und alle Quellen versiegen und das ist ein großes Problem. Wasser, brauche ich nicht erklären, ist das Minimum an Überleben, was Menschen brauchen. Und würden wir in Nepal sauberes Wasser haben, würden wir 90% der Krankheiten verbannen können. Ja? Das habe ich selber erlebt. Richtig, ja. Und beide oder alle. Alle. Es gehört dazu zu Nepal. Ja. Die Vision, die wir gehabt haben, ist einfach für diese Bergregion, die wir vorher gewusst haben, die 2 Stunden mit den Wasserkanister zu der Quelle gehen haben müssen, die wollten wir helfen. Haben wir es am letzten Tag meiner Abreise, kurz vor meiner Abreise, geschafft, die 13 Wasserkommunen zusammenzuschließen in eine Wasserkommune, damit wir ein riesengroßes Wasserprojekt für 800 Haushalte realisieren können. Wenden wir uns der Frage Biofarm. Ja. Was machst du mit Bio? Bio Nepal, da ist sowieso alles Bio, oder? Ich gebe dir ein Beispiel. Bio ist ein Fremdwort. Ja. Es gibt in Nepal einen einzigen Biomarkt, und wo wir einmal einen Passanten gefragt haben, wo ist denn der Organikmarkt? Und dann wurden wir angeschaut und sagen, was? In Nepal gibt es Organik? Ja, also... Organisch heißt nicht, dass das oder Bio heißt nicht, dass es automatisch Bio ist. Also alle Familien, alle bis rauf zu den Bergdörfern werden von der Regierung mehr oder weniger angefordert, dieses künstliche Düngemittel
zu verwenden. Tatsächlich? Ja. Kunstdünger? Ich könnte jetzt auch Firmen nennen, von wo das herkommt, aber das sparen wir jetzt in diesem Teil. Aber und, wenn das Bewusstsein der Bauern so eingeprägt worden ist, dass wenn ich in einem nassen Boden Kartoffeln ernten will und ich nur solche Kartoffeln bekomme, aber mit viel Chemie wird es schon sicher besser werden, dann liegt hier eindeutig eine kleine Bewusstseinslücke oder eine Bildungslücke, ja, die wir versuchen mit unserem Bio-Farming-Projekt zu schließen. Das, mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Es ist irre. Man glaubt es kaum. Ja. Man glaubt es kaum. Ich habe mir jetzt wirklich gedacht, rundherum. Yeah. Es werden diese chemischen Fertilizer verwendet, es wird Düngermittel verwendet. Es ist, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der Biodynamik des Anbaus. Keine Frage. Ich mein, muss man nur den Kopf schütteln. Ich war zu einer Zeit da und habe über diese Terrassen gesehen und muss sagen, es ist unglaublich viel Boden, der da eigentlich bestellt werden kann. Wenn es Wasser geben würde. Wenn es Wasser geben würde. Ja. Ja, genau. Dann würden diese Felder grün sein, werden die Felder bestellt werden. Und das ist unser großes Ziel, dieses gesamte Tal mit Wasser zu versorgen. Machst du es jetzt Organic oder Bio? Beides. Was ist jetzt der Unterschied? Organic ist Englisch, das verstehen sie in Nepal, und Bio, das ist das, was wir in unserem Sprachgebrauch verwenden. Ja? Okay. Das heißt, wir haben unter besten Bedingungen haben wir Land erworben, wo wir dieses Projekt realisieren können. Was ist deine Vision? Vision ist schwer zu definieren, weil es jetzt nach dem Erdbeben ein bisschen ausgeufert ist. Aber auf alle Fälle Bildung. Bildung nicht nur aus den Büchern, sondern aus dem Herzen. Und nicht rein nach dem militärischen Vorbild. Hier Ausbildner und da drinnen Schüler und Frontalunterricht. Sondern wir versuchen, den anthroposophischen Weg zu gehen, so gut es in Nepal funktioniert. Und wir sind bereits als Rohmodell für die nepalesische Regierung für diese Schulbildung, wo regelmäßig Lehrer zu uns in die Schule kommen, um Einblick zu erhalten. Das nächste ist Arbeitsplatzbeschaffung. Arbeitsplatzbeschaffung durch die Schneiderei, die wir reaktiviert haben. Yeah. Die Schneiderei, die wir reaktiviert haben, durch die Arbeitsplätze selbst an der Schule und um die Schule, das darf man nicht vergessen. Und Arbeitsplätze, die jetzt das Wasserprojekt bringt, Arbeitsplätze, die der Biofarming bringt und auch die Bildung dazu oder das Erweitern dieses Horizonts, dass es auch ohne Chemie funktioniert. Und das klingt für uns jetzt oder für einen Außenstehenden ein bisschen abstrakt, aber ich lade jeden herzlich ein, mit mir nach Nepal zu gehen. Die Menschen sind einfach dort leicht führbar aufgrund des niedrigen Bildungsstandards und von oben drauf drücken mit dem Daumen und ihr müsst so gehen. Das heißt, dieses Volk ist ja bewusst die Jahrhunderte lang, sage ich mal, dumm gehalten worden. Ja? Mhm. Und das Einzige, was in dem ganz tief hinten drinnen noch schlummert, das ist diese Flamme des natürlichen Menschseins. Aber ich bin kein Fan der Maslow'schen Pyramide, aber diese Menschen leben in den untersten zwei Ebenen. Das heißt Vermehrung, ja, weil die könnten eventuell, meine Kinder könnten für mich sorgen in Zukunft. Mhm. Und Sicherheit in Form von, ich brauche was zum Essen. Ich habe einfach jahrelang die Erfahrung, das meiste kommt aus der Kleinschicht und Mittelschicht, da ist das Herzen offen. Ich weiß nicht, ich will jetzt da niemandem etwas Unrechtes tun, aber Geld ist gut, das ist wie der Treibstoff für dein Moped, aber es kann auch manchmal den Charakter verderben, das sehe ich leider jeden Tag in Nepal. Das ist klar. Wenn Geld im Spiel ist, wenn viel Geld im Spiel ist, will jeder die Hand drauf haben und Profit schlagen. Wir haben ja ein System, wir sind alle Teil davon, wir nähren es, wir sollten nicht Schuld zuweisen. Ich denke, wir sollten bei uns anfangen und wenn jemand ein Herz hat, der sollte dann für die Menschen eine Hand haben, die Hilfe brauchen. Das gibt mir jetzt wirklich eine gute Gelegenheit zu sagen, ich bin ja nach Nepal gegangen, ja, ich wollte den Tom dich kennenlernen. Ich habe viele Projekte und dadurch das, was ich filmisch mache, über Armut gesehen. Ja, ich stelle fest, bei den Filmen, was ich sehe, bist du auch an einer Spitze
von Menschlichkeit und Bereitwilligkeit zu helfen, dass ich ja ursprünglich mir gesagt habe, ich schaue mir das an und ich muss sagen, ich sehe es mit Freude, dass also du einen Ansatz von Kühnheit hast, der mich auch zum Teil sprachlos macht, aber auch sprachlos vor Freude, wie du dir einsetzt. Und ich denke mal, also für mich ist es absolut klar, wenn es für mich ein Projekt gibt, das unterstützenswert ist, dann das deine, das eure, weil ja viele damit kooperieren. Und in dem Sinn muss ich sagen, stecke ich den Durchfall und das Erbrechen weg, weil es so viele andere Dinge gibt zum Sehen und zum Mitvollziehen, dass ich da wirklich aus dem Herzen heraus nur sagen kann, ich wünsche dir und uns, dass dieses Projekt gedeiht und Menschen bewegt. Wir brauchen nämlich auch dich, damit die Menschen sich in Europa bewegen lassen, nicht nur in Nepal. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass dann ein Projekt wie das deine, wo du das so gelingt und wächst, ein ganz hoher Motivationsfaktor ist, dass sich helfen lohnt. Mhm. Und da sagt er, ich danke, dass du mich mitgenommen hast. Und wenn es dich nicht stört, bleibe ich auf deinen Fersen. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Mühen. Und wie du es bemerkt hast, ich bin vielleicht nur das Sprachrohr, aber die Hilfe ohne finanzielle Unterstützung aus Europa von jedem Einzelnen ist einfach das, was dieses Projekt Flügel gibt. Und dafür bin ich unendlich dankbar für das, was war und für das, was kommt.